Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken heute Growrilla. Wie der Name schon sagt, sind wir ein Gorilla, der wachsen muss und dann den bösen General ausschalten muss. Und zwar sind wir in einem Forschungslabor ausgebrochen und der General will uns wieder einfangen. Es ist ziemlich spaßig. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Opermann Events, Peter Wasmeister, Ronix, Anni de Felser und VR Ambassador. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Komm, wir haben riesige Index-Controller hier. Völlig verrückt. Und wir sollen jetzt irgendwie den Trigger benutzen, um uns zu bewegen. Ja, okay. The other right. Use the joystick to rotate right. Genau. Use the squeeze button to pick up objects. Haha. Throw the objects and move on. Och. Eat food to grow. Nom nom nom. Use trigger or hand to climb. Ja, das kriegen wir wohl auch hin. Yeah. Press B to open the menu. Well done. Light snack. Ah, wir gehen erstmal kurz in die Settings. Pick in view, default control, graphics, medium. Hi, natürlich. B. Und dann, hä, wie kommt man wieder zurück? Da unten. Hä? Wie kommt man zurück? Ernsthaft? Hier? Da, okay. Locked in a secret military base, you had to endure cruel tests. Oh nein. Furchtbare Tests sind über uns ergangen. Radioactive experiment was your chance to flee. Und wir konnten uns dann befreien und fliehen. Your only chance of survival is to defeat the wicked general. Okay, wir müssen den General besiegen. Luckily, you can grow quickly simply by eating. Eat, grow strong and fight to take out the general. Okay, na gut. Dann. Wie sieht das denn? Können wir den Hasen essen? Der sieht doch lecker aus. Komm, Hase. Njam, njam, njam. Oh. Okay, wir können den Hasen essen. Und den auch. Komm her, Hase. Njam, njam, njam. Pilze? Ist auch. Na gut, Fliegenpilze. Ist egal, wir essen alles. Dim, 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 dim. Komm schon. Noch ein Hase? Bleib hier. Eine Maus, eine Maus. Alles reinschrauben. Sind wir größer? Eigentlich müssten wir jetzt größer geworden sein, ne? Jetzt können wir auch Schweine vielleicht essen. Ich weiß nicht. Können wir das schon? Nom, nom, nom. Ja! Hä? Ernsthaft? Geil. Wow! Böser Hund! So. Hä, guck mal. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Nein, wir müssen weg. Lauf. Okay. Jetzt sind wir tot. Shit. Okay, das ging schnell. Wir sind wieder eingefangen leider im Labor. Okay. Also das war mir jetzt nicht so klar, dass die wirklich alle direkt rumballern. Okay, wir müssen uns das Tutorial, glaube ich, nicht nochmal anhören. Auch, was ist das denn? Wir essen Steine. Nee. So. Hm.
Ja, und größer, ja, genau. Geht eigentlich so ganz gut mit der Steuerung. Bleib hier. Ich brauch dich als Snack. Gleich sind wir drei. Fast. Komm, den Hasen noch. Oh ne, noch, dann noch den Pilz. Jawoll! Super. Hä, können wir an den Bäumen klettern? Haha, tatsächlich. Cool. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist, aber wir schrauben uns das mal rein. So. Gibt das mehr, wenn wir diese komischen Dinger essen? Wenn wir diese großen Fleischstücke essen? Hey, was ist das? Es wird Nacht. Ich klapp weg. Das können wir nicht machen. Da. Danke. Da war noch einer. Bleib hier. Bleib hier. Hä? So irgendwie. So. Ha, eingeklemmt, ja? Das ist schlecht. Oh je. Also langsam können wir hier. Vielleicht können wir in der nächsten Stufe einfach die Dinger, die Viecher so wegmampfen. Nein, nein, das gute Fleisch. Das gibt's doch nicht. Oh, da müssen wir aufpassen. Da ist wieder diese Basis. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen außen rum gehen. Dumm. Bleib hier. Ha. Ich denke mal, wenn wir den nächsten Level erreicht haben, können wir vielleicht mal schauen, dass wir den eins über den Latz knallen da hinten, oder? Hier ist nichts mehr. Echt, all diese komischen Dinger hier. Oder ein Hasen. So, als kleiner Snack geht das immer. So, jetzt haben wir fünf. Kann ich jetzt auch den Baum schlagen? Nee. Hey, ich kann die Steine immer noch nicht nehmen. Das ist schade. Aber den. So, Freunde. Jetzt gibt's hier einen auf die Nuss. Haha. So nämlich. Aber hier ist. Wir müssen den immer noch schlagen. Eine Handgranate. Trigger Grenade. Tschüss. Hat nichts gebracht. Super. Oh, guck mal hier. Mist. Man muss das irgendwie so ganz weit werfen. Also höher als man meinen würde, sagen wir mal so. Ah ja, jetzt haben wir den direkt genascht. Oh oh. Man sieht, seht ihr das? Man sieht den Sichtbereich von denen. Ist natürlich cool. Jetzt haben sie uns gesehen. Oder zumindest haben sie uns. Oh oh. Gucken, wie wir das machen.
Oh oh. Ja, die wissen, wo sie lang gehen müssen, ne? Das ist das Problem. Das heißt, wir überraschen die jetzt einfach hier hinter dem Baum. Oh oh. Oh, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Puh. Glück gehabt. So, jetzt können wir hier ins Gesicht. Mist. Jawohl. Und nun? Es wird wieder dunkel. Da ist einer drin. Das ist der General. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ha! You have defeated the evil general. You have defeated the evil general. But his superiors are not happy and are sending in reinforcements. Uh-oh. That was just a light snack. Can you handle a three-course meal? Haha, geil. Wunderbar, oder? Wir haben tatsächlich gewonnen. Experience 101, Winning, Achievement, Three-Course-Meal. Ja, Leute, ich denke, es ist klar, um was es in dem Spiel geht. Wenn ihr halt noch weiterschauen wollt auf meinem englischen Kanal, könnt ihr das machen. Da werde ich jetzt mal das Three-Course-Meal ausprobieren. Also, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Growrilla, Leute. Nun, ich muss tatsächlich sagen, irgendwie war das spaßig. Ne, alles so reinmampfen und dann den General killen und so. Das Spiel ist allerdings nicht lange. Ich habe ja auf dem englischen Kanal schon den zweiten von drei Schwierigkeitsstufen durchgezockt. Und da ist nur noch einer. Ne? Also lang ist das Spiel nicht. Spaß macht es aber trotzdem, muss ich sagen. Und es kostet auch nur 8,90 Euro. Ich glaube, das ist gerade noch so im Rahmen, würde ich sagen. Also vielleicht würde ich noch, ja, ich würde vielleicht noch auf ein Angebot warten und Fünfer zahlen oder was. Aber doch, das hat was. Es hat was, es ist cool gemacht, es ist knuffig, es funktioniert auch von der Steuerung ganz gut. Und ja, Growrilla, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.